Ende Mai 2022 wurde die letzte Folge von Bull mit Michael Weatherly in den USA ausgestrahlt. Könnte das nicht bedeuten, dass der Schauspieler nun als Tony DiNozzo zu NCIS zurückkehren wird? Die beliebte Figur wurde von Michael Weatherly gespielt, bis er in der 13. Staffel im Jahr 2016 ausstieg. Seither spielte der Schauspieler die Hauptrolle in Bull, doch die Serie wurde nach 6 Staffeln eingestellt. Nun hat sich der NCIS-Showrunner über die Chancen auf ein Comeback von Michael Weatherly geäußert und es klingt ziemlich vielversprechend. Stephen D. Binder sagte gegenüber TV Insider, dass er es absolut lieben würde, Tony als Gaststar bei NCIS zu haben, allerdings würde dies von Michael Weatherly abhängen. Er erklärte außerdem, dass er und der Schauspieler gute Freunde seien und sie in der Vergangenheit über ein Wiedersehen gesprochen hätten. Der Produzent sagte auch, dass es seltsam und nicht richtig wäre, wenn Michael Weatherly bei NCIS auftauchen würde, solange er noch bei Bull dabei sei. Da die Serie nun ihr Ende fand, steht der Rückkehr zu NCIS nun nichts mehr im Wege, oder? Binder erklärte, dass sein Freund sich zunächst eine Auszeit nehmen und sich erholen wolle. Zum NCIS-Comeback fügte er lediglich hinzu, es ist nur die Frage, ob es funktioniert oder nicht. Der Schauspieler selbst hatte in den vergangenen Monaten auch immer wieder Andeutungen zu NCIS gemacht. Auf Twitter machte Michael Weatherly seine Fans mit einem Tweet verrückt und heizte Spekulationen an. Zu einem Bild, das ihn in seiner ehemaligen NCIS-Rolle zeigt, schrieb er: "Der Typ hat mich heute früh aufgeweckt, dann habe ich gemerkt, dass es immer noch ein Traum war. Er konnte nicht aufhören, über Gips zu reden und über sein Schulterholster." Wir sind schon gespannt, ob wir Michael Weatherly wirklich schon bald wieder bei NCIS sehen werden.